Hallo, meine Lieben. So, wir dekorieren heute die, ja, nächste Woche. Und ich habe mir hier auch wieder ein paar Dinge rausgelegt, die ich gerne verwenden möchte. Und zum einen ist die Tage dieses süße Tape von Masten bei mir eingetrudelt. Und ich packe das mal eben aus. Und zwar ist das dieses Tape mit dem pfirsichfarbenen Hintergrund und den Panda-Bärchen, was ich irgendwie total niedlich finde. So sieht es aus und das würde ich gerne so als ja, kleinen Eyecatcher ja, in meine Deko mit einbauen. Und ja, im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir ja die Deko-Challenge Philo bei Nacht hatten, möchte ich das Ganze jetzt halt eben wieder ja, so ein bisschen dezenter halten. Und ja, da muss ich mal schauen, ob ich vielleicht noch ein zweites Tape mit dazu benutze. Da habe ich mir zum einen einmal hier von Minus Plus, Minus Plus, wie auch immer man es nennt, dieses Marmortape, das schwarz-weiße, rausgelegt. Oder aber, welches auch gut passen würde, wäre von Me and My Big Ideas, dieses schmale schwarz-weiße Washi-Tape in diesem Chevron-Muster. Das würde jetzt eben halt auch noch ganz gut passen. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen, wie wir das kombinieren. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Plan. Und irgendwie muss ich mal gerade so ein bisschen in mich gehen und mal schauen, wie ich das alles hier so kombiniere und verteile. Ursprünglich hatte ich ja eigentlich gedacht, dass ich dieses Tape von Paper Poetry heute benutze, aber irgendwie ist mir doch lieber nach dem Tape und nach der Farbe und vielleicht nehme ich dann das andere Tape die Tage für die Deko von meinem Happy Planner. Ich glaube, ich stempel erstmal etwas und zwar meinen Trainingstermin und da würde ich gerne wieder eins von diesen Pinselstrich-Stempeln benutzen. Frage ist nur welcher. Ich glaube, ich nehme hier mal den oberen. So, und stempeln würde ich das in der Farbe Aspen Mist von Versa Magic. Jo, das gefällt mir immer ganz gut. Dann kann der nämlich jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen trocknen. So, und was ich auch immer total cool finde, nur in den Genuss komme ich ja nicht so oft, weil ich muss ja meistens samstags arbeiten. Aber nächsten Samstag habe ich frei. Und ich finde das immer so cool, wenn man so Weekend-Banner machen kann. Und da habe ich ja einmal dieses Stempelset, wo halt so ein Wimpel-Banner ist. Und den hätte ich hier auch gerne irgendwie bei Samstag, um mir das so ein bisschen zu notieren. Das kommt ja bei mir, oder zu markieren und zu betonen, weil das kommt ja bei mir nicht ganz so oft vor. Deswegen hätte ich den da gerne. Hier drauf, ja. So, und den soll ich den hier so. Ich habe das ja nicht so gerne, wenn die Tage oder die ja das Datum an sich so übergestempelt oder übergeklebt wird. Irgendwie weiß ich nicht, habe ich da so einen Tick mit. Das mag ich nicht ganz so gerne. Deswegen, ich hatte jetzt überlegt, wenn ich das so mache, finde ich das aber wieder unausgeglichen, weil der
Striche ja nicht bis zum Ende geht. Deswegen glaube ich, mache ich das hier so in die Ecke und stempel das auch mit Espenmist. So, jetzt hier noch Treffen. Nee. So, und dann überlege ich gerade, ob ich hier den kleinen Banner hinstempel, weil ich am Donnerstag, wo ich ja immer nur einen halben Tag, beziehungsweise wo ich ja immer ganz frei habe, da arbeite ich ja nur einen halben Tag. Und ja, das würde ich mir auch noch mal irgendwie gerne notieren. So. Na, wo gehst du auf? Keine Deko ohne Katzenhaar. Okay, und ansonsten habe ich hier noch einen Termin, und zwar einen Fußpflegetermin. Ich habe schon wieder Washi-Tape gekegelt. Das wird noch zum Markenzeichen. Wartet ab. So, und da finde ich, passt dieses Tape hier ganz gut. Das ist auch von Paper Poetry, was ich auch in meinem Zufallsidee-Einkauf ja, mitgenommen habe. So, und das könnte ich ja hier jetzt so hinkleben, um da meinen Fußpflegetermin drauf zu notieren. So, und ich glaube, das dürfte jetzt soweit trocken sein. Dann würde ich da jetzt eben einmal anfangen und ja, das Ganze beschriften. Und ja, ich denke, das machen wir für euch wieder im Schnelldurchlauf und mit Lala. So, ja, wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt, habe ich hier unten nochmal was hingestempelt. Und zwar möchte ich mir hier wieder eine kleine To-Do-Lektion machen. Und das finde ich eben ganz schön, wenn das hier so ein bisschen ausgeglichen ist, sei es, wenn man das so im Alex-Style mit dem Washi-Tape macht oder jetzt halt eben mit den Stempeln.
Das finde ich immer ganz nett. Das lasse ich noch kurz trocknen, dass ich das gleich beschriften kann. So, und dann würde ich nämlich einmal anfangen, ja, meine Bärchen. So, jetzt war ich wieder so beschäftigt mit Überlegen, ob ich jetzt noch ein zweites Washi-Tape irgendwo hinklebe oder ob ich das Ganze jetzt einfach so lasse, wie es ist. Ja, dass ich halt schon wieder nicht drauf geachtet habe, dass meine Kamera wieder ausgegangen ist, weil die filmt ja immer nur 15 Minuten am Stück. Und ja, ich versuche eigentlich immer drauf zu achten, aber meistens gelingt mir das nicht. Ja, und das ist halt nach wie vor die Überlegung, ob ich noch irgendwie noch ein anderes Washi-Tape irgendwo mit reinbringe. Aber irgendwie weiß ich nicht, dass. Also farblich gesehen würde es ja schon passen. Und das Schwarz-Weiße von Me and My Big Ideas auch. Mir sind einfach die Tage hier wieder ein bisschen zu leer. Und ich habe aber auch keine Sticker, die zu Panda-Bärchen passen oder irgendwas, was ich hier eintragen kann. Dementsprechend glaube ich tatsächlich, ich bleibe jetzt einfach mal meinem Vorsatz treu und sage schlicht und dezent. Und naja, so eine Woche sieht halt schon immer ein bisschen anders aus, wenn man sie dann letzten Endes wirklich dekoriert hat. Und ich klebe dann ja auch meistens immer noch mal ein bisschen was dazu, sei es jetzt Sticker oder irgendwie sowas. Wenn ich, keine Ahnung, ist doch blöd, wenn ich jetzt hier abends mit meinem Freund eine Pizza bestelle. Dann klebe ich mir da immer noch mal einen Pizzasticker so zur Deko noch mit dazu. Ja, mal schauen. Vielleicht muss er mit mir am ja, Mittwoch oder am Sonntag wirklich eine Pizza essen gehen, damit ich die Tage irgendwie füllen kann. Ja, jo, puh. Ich fürchte, das ist ein super, super, mega kurzes Video, weil ich halt natürlich auch mal wieder äußerst gesprächig war. Und dadurch, dass ich ja meine Drogen jetzt hier wahrgemacht habe und für die Kate weniger ist manchmal mehr dekoriere, ja, habe ich ja auch nicht wirklich noch mehr zu tun hier und würde sagen, tatsächlich, das war's. Ich habe nicht mal Löcher, die ich freistanzen muss. Wenn ich jetzt auch noch anfangen würde, meine Ecken nicht mehr abzurunden, habe ich ja hier bald gar nichts mehr zu tun. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe mir das ja so ausgesucht und das gefällt mir tatsächlich für die Kate Spade am besten so. Auch wenn ich das doch irgendwie ein bisschen nackig finde gerade. Ich habe mich so auf das Tape gefreut, das zu benutzen. Und irgendwie bin ich gerade überhaupt nicht glücklich damit. Ob ich einfach vielleicht ein paar. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt tatsächlich noch. Ich schneide mir hier ein paar Bärchen aus und klebe die so zwischendurch nochmal hin. Das würde ich jetzt, glaube ich, doch ganz putzig finden. Ja, das machen wir. Dann hört ihr jetzt nochmal eben ein bisschen Musik. Wir sind also doch noch nicht fertig. Schon besser. Manchmal sind es ja wirklich nur so Kleinigkeiten. Und ja, ich habe jetzt hier nochmal zwei so Strauchdinger, Äste, wo ich mir einbilde, könnte man vielleicht, ich weiß nicht, das Eukalyptus durchgehen lassen. Irgendwas. Ach nee, Quatsch, Eukalyptus. Und ja, so finde ich doch auf jeden Fall ja, harmonischer und bin da doch jetzt ganz glücklich mit. So, dass das jetzt einmal nach Hause darf.
So. Und so. Jo. Das wäre es dann für diese Woche von mir. Beziehungsweise fürs Erste, der oh, es löst sich oder nein. Bleibt dort kleben. So, beziehungsweise fürs Erste, weil der Happy Planner muss ja auch noch ran. Und ja, den glaube ich aber mache ich heute nicht mehr. Sondern der kommt dann vielleicht am Wochenende. Und ja, da wird es halt wieder ein bisschen bunter, ein bisschen voller. Schauen wir mal, was ja, mir dazu dann so einfällt. Hier bin ich auf jeden Fall jetzt doch recht glücklich damit. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!